Machst du super. Hast du ein Talent für? Kannst du jetzt alle meine Socken anschlagen? Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devilly Crochet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, egal ob ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt oder ob ihr mir schon länger folgt. Ach, meine Nase kitzelt, Entschuldigung. Ich glaube, das wird heute hier ein relativ kurzes Video, weil ich nicht so viel zum Stricken gekommen bin. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich dann gleich. Erstmal, ihr seid hier auf meinem Handarbeitspodcast gelandet, Sweet Little Things. Hier geht es ums Häkeln, Stricken, Spinnen, Nähen und all die süßen Dinger drumherum. Und ja, ist ja jetzt schon fast eingebürgert, dass ich nicht donnerstags aufnehme, sondern freitags, wenn ich im Homeoffice bin. Ich mache gerade eine kleine Pause und dachte mir, ich nehme euch jetzt mal das Video auf, in dem ich auch die Auslosung mache. Wir hatten ja, ich glaube, zum 5-jährigen Blockgeburtstag eine Verlosung und ja, das würde ich dann heute gerne auslosen, aber ich glaube, das machen wir ein bisschen später. Erstmal würde ich sagen, sage ich euch, warum ich nicht so viel gestrickt habe. Ich gebe euch eine Info zur Sock Madness, die mit dem, warum ich nicht so viel gestrickt habe, zusammenhängt. Und dann zeige ich euch Fortschritte und was ich neu angeschlagen habe, und zwar am 1. Mai. Genau, zwischendurch muss ich auch mal einen Schluck trinken. Ich habe nämlich wieder so ein bisschen einen trockenen Hals. Meine Nase ist ein bisschen zu, obwohl es heute eigentlich relativ feucht draußen ist, glaube ich, schlägt bei mir so ein bisschen, wie nennt man das, Heuschnupfen zu. Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken für die ganz lieben Kommentare. Vor allem bezüglich meiner Haarfarbe und dass mir die sehr gut steht und so und das trotz Färbeunfall und ja, danke, danke, danke. Ja, dann kommen wir direkt dazu, warum ich nicht so viel gestrickt habe und aus der Sock Madness. Ich habe mich nämlich entschieden, aus der Sock Madness auszusteigen. Also ich hatte mich ja für Runde 4 qualifiziert und das Muster von Runde 4 ist auch ein wirklich sehr, sehr schönes Muster. Es wäre absolut strickbar gewesen, wenn nicht zwei Sachen passiert wären. Und zwar als allererstes hatte ich Magen-Darm. Und zwar richtig heftig. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren, außer darauf, wie der kürzeste Weg zum Klo ist. Tut mir leid für alle, die vielleicht auch einen empfindlichen Magen haben. Aber ich konnte mich wirklich auf nichts konzentrieren. Nicht mal glatt rechts in der Runde ging. Also ich hab nichts auf die Reihe bekommen. Und als dann nach 4, 5 Tagen das soweit in Ordnung war, dass ich mich wieder konzentrieren konnte, habe ich auch die Socken nochmal angeschlagen. Es hatte die, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal komplett geribbelt, alles, was ich gestrickt hatte. Hab die wieder angeschlagen und habe ein paar Runden gestrickt und dann gemerkt, mir tun die Ellbogengelenke weh. Also wirklich hier die Gelenke. Das war wie, also ich denke mal, da war eine Entzündung drin. Ich weiß nicht genau, wieso, weshalb, warum. Seit 2 Tagen ist es jetzt so, dass ich die Ellbogen wieder bewegen kann, ohne dass es weh tut. Ich habe jetzt aber auch nicht großartig gestrickt, um auszuprobieren, ob es dann wieder wehtut. Es war einfach diese Haltung und das Stricken. Es tat so tierisch in den Ellbogen weh, das ging nicht. Und dann habe ich dadurch auch immer meine Konzentration verloren und mir Fehler in die Socken reingehauen. Und dann dachte ich mir so, bei aller Liebe, das wird nichts. Absolut nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich jetzt die ganzen fertigen Socken sehe und ich weiß, ich werde mich durch das Muster wahrscheinlich nicht durchquälen, nur um die Socken zu haben, weil da wirklich in jeder Reihe irgendwas passiert, da ist nicht mal ein normales Bündchen oder so. Die sind wirklich sehr, sehr schön, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt auf dieses Muster stürzen würde, würden mir wahrscheinlich die Ellbogen gleich wieder wehtun. Ja. Und das ist der Grund, warum ich aus der Sock Madness jetzt ausgestiegen bin und auch warum ich nicht so viel geschafft habe zu stricken. Ist einfach
Wenn man Schmerzen hat oder extreme Konzentrationsprobleme, dann geht's halt nicht. Aber gut. Ich kann euch auf jeden Fall einen Fortschritt zeigen an zwei Projekten. Nee, an drei Projekten. Und ich habe drei Projekte neu angeschlagen. Genau. Dann zeigen wir euch mal zuerst den Fortschritt. Den kleinen, ich hoffe, ich habe hier den kleinen Fortschritt. Ja, ist wirklich sehr, sehr klein. Es sind nur 1, 2, 3, 4 Reihen. Aber an den Socken für meinen Freund, die sind ja das Quartalsmuster aus Tines Sock Madness Club. Sock Madness. Aus Tines Socks Club. Ist jetzt nicht so viel passiert. Die Wolle ist eine Wollbutt-Sockenwolle aus einem Paket. Ich kann euch jetzt nicht sagen, aus welchem, müsste aber in meinen Ravelry Notes verlinkt sein. Ich stricke das auf 2,25er festen Haja-Haja-Stricknadeln mit einem 80er Seil. Jo, da sind halt nur vier Runden dran gekommen. Das Muster strickt sich super weg. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Tipp mal. Aber können wir ja vielleicht gleich mal nachgucken. Ich habe mir ja extra hier das auch alles bereitgelegt, damit wir dann die Auslosung machen können. Aber mein Telefon hatte sich anscheinend neu gestartet. Und zwar heißt das Muster. Lasst mich mal ins. Wieso habe ich denn da jetzt kein Netz? Ravelry, meine Projekte. Jetzt bin ich auch wieder im Netz drin. Sehr schön. Projekte, Projekte, Projekte. Muss ich sowieso offen lassen, die Seite, damit ich euch dann die anderen Projekte auch noch sagen kann. Oh. Guckt mal an, ihr Lieben. Anscheinend habe ich die tatsächlich noch nicht eingetragen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wow, dann gucken wir hier. Tines Sockenclub. Und dann gucken wir in die Datei, die wir da so schön haben. Dann kann ich euch gleich sagen, wie die heißt. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier so Zeit vertrödeln. Hätte ich ja auch alles mal ein bisschen früher gucken können, ne? Ja, nun mach auf. Also irgendwie, ja gut, die Telekom hat uns ja gewarnt, dass das Netz ein bisschen down sein kann. Also es sind die Speckled Space Socks. Ich kann euch jetzt nicht sagen, von wem, aber es ist eine kostenfreie Anleitung auf Ravelry. Speckled Space Socks. Genau. Dann habe ich einen Fortschritt, glaube ich, gemacht, auch nur einen relativ kleinen, an meinen hässlichen Socken. Und zwar war ich da beim letzten Mal hier und das kam hinzu. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen, 8 Runden. Und da ich ja Two at a Time, genauso wie bei den Speckled Space Socks, stricke, sind es dann 16 Runden gewesen. Aber selbst bei denen, ich konnte nicht glatt in der Runde rumstricken. Das ging nicht. Mir sind Maschen runtergefallen. Ich habe auf einmal linke Runden reingestrickt. Also es war echt schrecklich. Stricken tue ich die auf 2,25er Knit Pro Zing-Nadeln. Wobei ich sagen muss, bei denen, ich mag ja die Zingen eigentlich wirklich vor allem als Nadelspiele. Aber ich habe zwei Rundstricknadeln, 80 cm. Bei einer super die Übergänge, bei der anderen hakt ein Übergang. Also. Bisschen doof, aber naja, shit happens, ne? So. Da kommt jetzt noch ein bisschen, was ich glaube, 4 cm muss ich jetzt noch stricken oder 4,5 und dann kommt die Spitze. Und dann sind die hässlichen Socken fertig. Ihr werdet trotzdem geliebt und von mir angezogen. Nur der Arbeitstitel. Die sind ja nach einer Anleitung. Die ich hier auch nicht verlinkt habe. Das sind diese ganz bunten Socken. Ja.
warte mal ganz, ich muss mal ganz kurz pausieren. Ja, ich finde die jetzt wirklich nicht so schnell. Und ich habe gerade die Nachricht bekommen oder gesehen, dass ich bei der Super Sock World Championship mitmache im Team, was aus der WhatsApp-Gruppe von Tines kunterbunter Wollerei entstanden ist. Und da kam gerade die Teamliste bei mir auf. Da musste ich mal kurz reingucken. Genau. Stricken tue ich das aus Resten. Ich stricke jetzt noch, bis ich die Spitze anfange und dann für die Spitze werde ich wahrscheinlich eine andere Farbe dann wieder nehmen. Hässlich muss ich durchziehen. Oh, tut mir leid. Ich habe eigentlich echt viel geschlafen diese Nacht. Ich bin gestern, glaube ich, um 20 vor 8 ins Bett. Ich hatte so schlechte Laune. Mir tut mein Freund so leid. Der hat es voll abbekommen. Aber ich habe ihm schon gesagt, ich habe schlechte Laune und da muss er immer noch pieksen und sticheln und blöde Sprüche, also so Spaßsprüche machen. Oh, da habe ich nur gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt ins Bett, Nacht. Aber gut, war ja auch ein bisschen anstrengender Tag gestern. Ich musste gestern relativ früh aufstehen, weil ich nicht wusste, wann meine Tante hier ankommt, weil wir, also meine Tante aus der Nähe von Koblenz, die zieht jetzt wieder hier in ihre alte Heimat und wir lagern so ein paar Möbel für sie ein und wir wussten nicht genau, wann sie kommt und ich musste ja aber zur Arbeit fahren, weil wir ein großes Meeting hatten, was ich organisiert habe. Und dann bin ich früher hingefahren und alles, damit ich dann auch früher Feierabend machen kann, damit das wirklich alles zeitmäßig hinhaut. Und das war ganz schön anstrengend gestern, aber egal. So, dann weiter, weshalb ihr eigentlich hier seid, nämlich wegen den Stricksachen. Und ich glaube, ich habe euch beim letzten Mal schon gezeigt, dass ich für meinen kleinen Bonus-Schnuffelsohn schon Socken angefangen habe. Da ging es dran weiter. Das ist irgendeine Sockenwolle aus dem Knitcrat-Abo. Da muss ich mich auch noch mit hinsetzen. Ich habe die nämlich angeschrieben und habe gesagt, ey Leute, eure Knitcrats kommen nicht mehr bei mir an. Was machen wir da? Da steht immer, das wurde ausgeliefert nach Wustermark. Da sage ich, das ist nicht mal ansatzweise, wo ich wohne. Und dann, naja, meinten die, haben sie ja wahrscheinlich auch vollkommen recht. Die versenden das halt aus Amerika und hier in Deutschland wird es von DPD übernommen. Und jetzt muss ich mich an DPD wenden und fragen, ey Leute, wo sind meine 5 Pakete? Da steht überall zugestellt in Wustermark. Ich wohne nicht in Wustermark. Ich wohne in Velten. Naja. Auf jeden Fall bin ich hier jetzt über die Ferse. Ich habe eine Käppchenferse gemacht. Und bin jetzt fertig mit den. Sind das Spickelabnahmen oder wie die Dinge heißen? Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder so weit, dass ich glatt rechts in der Runde stricken kann. Ich stricke das auf. Haya Haya Sharp Wechselnadeln 2,25, 48 Maschen angeschlagen. Und das Muster kann ich euch gleich sagen, weil die habe ich hier drin. Das Muster ist Jedermanns Blüten aus einem der Sockenhefte, wo man sich das so selber zusammenstellen kann. Da gab es ja von Top Down, dann eins Toe Up und dann mehrfarbig. Und ich glaube, in dem ganz normalen Top Down sind die Jedermannsblüten drin. Ist so ein leichtes rechts-links Strukturmuster. Genau. Und dann kommen wir auch gleich zu den neu angeschlagenen Sachen. Und es sind drei Paar Socken, drei Paar Sneakersocken, die ich angeschlagen habe im Rahmen des Wolfsockenschafekalls von der Sarah Linde Liebtwolle. Und zwar steht der Monat Mai unter dem Motto Shorty Socks oder Sneaker Socks. Ich glaube Shorty Socks. Und heute ist der 13. Ich weiß nicht genau, ob ich meine drei Paar fertig kriege, meine Schafherde. Ich glaube es eher nicht, weil ich es ja auch nicht übertreiben will mit meinen Ellbogen. Aber wir müssen mal gucken, ob oder ob nicht. Erstmal muss ich mich wieder in die Muster reinfinden. Und zwar habe ich drei Sockenpaare angestrickt. Eins Toe-Up und zwei Top-Down. Und ein Muster davon habe ich auch schon mal gestrickt. Und zwar habe ich die getauft Mai 1, Mai 2, Mai 3. Und dann fangen wir mal mit Mai 1 an. Das sind die Toe-Up-Socken aus einer Sockenwolle, die ich gefärbt habe. In Türkis, da habe ich schon mal was draus gestrickt.
Das müssten 400 Meter auf 100 Gramm sein. Das ist eine Base, die nicht in den Shop kommt, nämlich die Bronze Stellina, weil sich das Stellina verabschiedet. So, die sind wie gesagt top-down. Ich habe jetzt die Spitzen angeschlagen und da sieht man schon so ein bisschen so ein Muster. Das sieht aus wie aus der Chemie so eine, ich weiß es nicht, wie es heißt, aber wie so ein. Nicht Formel? Formel heißt das nicht. Aber auf jeden Fall sind die Molekular Orbitals Socks bei Adriana Nanoadri. Ist eine kostenlose Anleitung. Und da sieht man das. Wenn jemand weiß, wie das heißt, sieht aus wie, na, wenn man darstellt, wie eine Sauerstoffverbindung aussieht oder irgendwie sowas. Und die finde ich wirklich echt richtig, richtig cool. Weil es ist auch nur ein Rechts-Links-Muster. Es strickt sich schön. Es sieht in der Wolle, denke ich mal, auch schön aus. Und ja. Ist jetzt noch nicht so viel passiert, ne? Ich fange jetzt gerade, wenn ich das richtig sehe, bin ich in der ersten Runde des zweiten Mustersatzes. Genau. Ich stricke das auf auswechselbaren Nadelspitzen 13 cm in 2, 2,25 von Jago mit einem 80er Seil. Ich weiß gar nicht. Ja, genau, das ist die. Da war eine, ihr seht es wahrscheinlich nicht so. Doch, da kann man es sehen. Die Nadel war kaputt, das Gewinde. Also das Gewinde war irgendwie, das hat sich nicht reindrehen lassen. Und da habe ich jetzt einfach ein bisschen Toilettenpapier genommen, habe das sozusagen um das Gewinde einmal drum gelegt und habe es dann reingeschraubt und dann außenrum abgerissen. Funktioniert auch. Weil das war jetzt für mich einfacher, als eine Nadel zu reklamieren. Eine. Zur Not hätte ich das auch reingeklebt mit Metallkleber oder irgendwas. Dann hätte ich halt eine feste Nadel, aber so geht's auch. Genau, was kann ich euch noch dazu sagen? Angeschlagen habe ich glaube, das müssten 56 Maschen oder so sein. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29? Wahrscheinlich 28. Also 56 Maschen, beziehungsweise ich habe die nicht angeschlagen. Ich habe, glaube ich, Judy's Magic Cast on gemacht und habe, wie in der Anleitung beschrieben, die Maschen angeschlagen und dann so lange zugenommen, bis ich auf die Maschenanzahl gekommen bin. Und da geht es jetzt dann auch weiter. Aber wir sind ja ein bisschen schlau. Ich mache mir mal gleich hier einen Marker rein. Beziehungsweise ich brauche mir den ja bloß hier ranhängen, dann weiß ich, da waren wir. Und dann könnte ich mir eigentlich hier auch den Fortschrittsmarker umsetzen. So, den auch umgesetzt. Und den können wir auch umsetzen. So, und bei den Socken für meinen Bonussohn können wir das gleiche auch noch machen, nicht wahr? Dann haben wir das nämlich hier soweit. So. Und den einfach hier ran. Ach, die Wolle ist so schön weich. Weich und glatt und kuschelig. Und ich habe es schon 80.000 Mal verstrickt und nie wollte so das werden, was ich gemacht habe. Jetzt haben wir da einen Dings. Ich muss mal nochmal ganz kurz pausieren. So, und das hieß, jetzt hat die Wolle ein passendes Projekt gefunden. Genau. So, und dann habe ich ja noch zwei weitere Projekte angeschlagen am 1. Mai.
Und eins habe ich schon mal gestrickt, aber in der langen Version. Ich habe leider nicht gesehen, dass die Designerin sogar Anweisungen gegeben hat, um es in einer Shorty-Version zu stricken. Deshalb stricke ich es in meiner Shorty-Version. Nicht mit einer Käppchenferse, sondern mit einer Bumerangferse. Und dementsprechend habe ich auch nicht direkt nach dem Bündchen mit der Ferse angefangen, sondern habe noch ein paar Runden drüber gestrickt, weil die Bumerangferse ja, denke ich, kürzer ist als die Käppchenferse. Und zwar entsteht das aus meiner Wolle aus meinem Sockset Nummer. Habe ich hier nicht eingetragen. Also, ich bin wirklich, wirklich, wirklich schlampig, wenn man so will. Gerade mit dem, aus welcher Wolle das ist. Das müsste aber, ja, aus meinem Sockset sein, wo ich auch den Pulli für meine Schwägerin, den Pollywog-Pullover gestrickt habe. Auf jeden Fall ist es das Set mit der grünen und bunt gespeckelten, also grünen Wolle mit bunten Speckles drauf. Und dazu gibt es ein hell- bis mittelbraunen Ministrang noch dazu. Und davon müsste noch eins, glaube ich, ein Set im Shop sein. Die Wolle verstrickt sich mega, mega, mega gut. Also ich arbeite mit der echt gerne. Die hat. Glaube ich 400 Meter auf 100 Gramm. Normale Sockenwollzusammensetzung. Ich stricke die hier auf 2,25er Nit pro Zingnadeln. Und das Muster, was ich stricke, mit 56 Maschen angeschlagen, sind die Mint Tea Socks. Da habe ich euch ja schon mal zwei Paar gezeigt. Da hatte ich ein Paar fertig und habe dann festgestellt, dass ich zweimal den linken oder zweimal den rechten gestrickt hatte. Da sind sie. Auch schön mit so ein bisschen Lace drin und ansonsten so ein, ich glaube, Reiskornmuster heißt es. Und die stricke ich jetzt. Da bin ich jetzt schon an der Ferse vorbei. Huhuhu. Sehr, 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 sehr shorty. Also ich bin gespannt, ob mir die nicht sogar zu kurz sind, dass die mir im Schuh wegrutschen. Aber dann nehme ich hier rumherum die Maschen nochmal auf und strick das nochmal hoch. Genau. Muster strickt sich an und für sich auch super, aber auch das war zu viel Konzentration. Vor allem, weil ich direkt am Anfang wieder den Fehler gemacht hatte und habe zwei linke oder rechte Socken gestrickt, bis mir das dann aufgefallen ist und ich dann nochmal ribbeln musste, um zwei Socken, die gegengleich gestrickt werden, zu machen. Also einmal läuft das Muster rechts auf dem rechten Fuß und links auf der linken Seite vom linken Fuß. Also auch die gehen weiter und die wohnen auch in einem meiner kleinen Projektbeutel, der sich super macht für Socken. Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Habt ihr in letzter Zeit auch wieder ordentlich zugeschlagen. Also ich habe gar nicht mehr so viele im Shop. Und ich weiß auch nicht, wann ich demnächst nochmal zum Nähen komme. Also wer auch nochmal so einen kleinen Projektbeutel möchte, der sollte besser reingucken. Es sind, glaube ich, auch alles Wendebeutel. Also mit verschiedenen Mustern sozusagen. So zwei in einem. Genau. Die Minty Socks sind eine freie Anleitung von Debbie Ford. Und wie gesagt, stricken sich super. Last but not least habe ich noch ein paar Socken angeschlagen und zwar mit Sockenwolle, die ich euch beim letzten Mal auch gezeigt habe, die ich neu gekauft hatte bei Supergarne, um die mal auszuprobieren und weil, naja, die halt damit reingehüpft ist. Und zwar ist es eine Baumwollsockenwolle. Und zwar die Supergarne Aktiv Fine Cotton Solids. Und die hat eine Zusammensetzung von 50% Merino-Wolle, 25% Baumwolle und 25% Polyamid. Die Farbe ist die 7782. Ich habe mir das Knäuelchen umgewickelt und das ist das Paar, was bisher gefühlt, oder nicht nur gefühlt, das ist, glaube ich, am weitesten für mich. Das ist auch nicht viel weiter als die Minty Socks, nur dass es mehr aussieht, weil ich eine Käppchenferse gemacht habe, eine verstärkte.
Und da kommt hier ein Muster, ein Lace-Muster. Ich stricke das auf 2,25er Chiagu-Rundstricknadeln, auswechselbares Seilsystem, auch 13 cm Nadeln in 2,25, 80er Seil, meine bevorzugten Nadeln momentan. Was soll ich sagen? Ich habe mir davon noch ein paar gegönnt. 2x2 Nuller, 2x2 Fünfer und nochmal 2,25er, einfach weil das meine allerliebsten Nadeln momentan sind. Und ich habe auch mir noch 2x80er Seile gegönnt. Ein Seil habe ich schon auf die Socken gezogen, die ich euch gerade gezeigt habe, weil ich da nur ein 60er Seil drin hatte und mir das mit Tour de Time mit einem 60er Seil, das war mir zu blöd. Das war mir zu kurz. Das Muster heißt Millie und ist von Trude Herthas und es ist auch eine kostenlose Anleitung. Und so sollen die mal aussehen, wenn sie fertig sind. Ja, strickt sich auch schön, kann man auch nichts gegen sagen. Ich bin gespannt, wie sich die Socken tragen werden. Aber wird schon. Muss. Genau. Das war alles, was ich jetzt so gestrickt habe. Ich habe auch momentan nichts Neues gefärbt. Also was im Shop ist, ist im Shop. Was weg ist, ist weg. Ich werde aber demnächst färben, denn wir haben ja das Gewinnspiel gehabt und ich würde sagen, dann machen wir gleich die Auslosung. Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Wahrscheinlich baue ich euch jetzt erstmal ab, mache auf meinem anderen Telefon die Auslosung soweit ready oder auf meinem PC. Ich glaube, wir machen es auf dem PC und filmen den ab. Gut, also ihr seht mich gleich wieder und dann machen wir die Auslosung. Okay, meine Lieben, ich habe mir jetzt die YouTube-URL geschnappt. Füge die dort jetzt ein. Duplicate Judas raus. Replies to Comments, weil eine hat leider auf einem Kommentar ihren Kommentar gemacht. Und dann gucken wir mal, wie viele wir haben. 97 Teilnehmer. Und dann würde ich sagen, let the game begin. Oh. Nee. Da müssen wir drücken. Und Kreativwelt hat gewonnen. Und zwar schreibt sie: Hallo Steffi, alles Gute zum Podcast-Geburtstag. Eine wirklich coole Idee, um die Farben für das Gewinnspiel zu ermitteln. Ich werfe mal die Zahlen 6, 24 und 82 ins Rennen. Liebe Grüße. Ja, dann haben wir unsere Gewinnerin oder unseren Gewinner, Kreativwelt. Und dann sehen wir uns gleich weiter im Video. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe ausgelost und habe euch das auch eingeblendet. Und gewonnen hat, ich denke mal, es ist eine Sie, Kreativwelt. Wenn nicht, nehme ich alles zurück. Also mir ist egal, ob männlich, weiblich, divers, sonst was. Und die Farben 6, 24 und 82 finde ich schon ziemlich interessant. Ich würde sagen, es geht in die Richtung ein bisschen beigig, würde ich sagen. Beigig, gelb-braun, so in die Richtung. Dann fuchsiafarben. Und ein bisschen mehr in die Richtung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein mit einem leichten Violettstich. Glaube ich, wenn ich die Farbe jetzt richtig im Kopf habe. Also es wird interessant. Ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Ich hab schon eine Idee. Und ich glaube, die Farben passen auch ganz gut zusammen. Also vor allem mit der Idee, die ich habe. Ich glaube, das könnte ein ganz cooler Strang werden. Also, liebe Kreativwelt, du hast jetzt eine Woche Zeit, dich bei mir zu melden. Also bis nächste Woche Freitag. Das ist der 20.
der 20. Mai. Und sobald du dich bei mir gemeldet hast und mir deine Adresse zugesendet hast, werde ich den Strang färben und dann auch auf die Reise schicken. Also je nachdem, wie schnell du bist, je schneller du dich bei mir meldest, desto schneller kann ich färben, desto schneller ist der Strang bei dir. Plus wahrscheinlich noch ein, zwei Kleinigkeiten dazu. Genau. Das war das Gewinnspiel, die Auslosung. Wenn sich Kreativwelt nicht bis nächste Woche Freitag bei mir meldet, also bis zum Ablauf des Freitags, also 23:59:59, dann werde ich nochmal neu auslosen. Genau. Und ich habe mir überlegt, vielleicht werde ich auch noch ein, zwei andere Farbvorschläge sozusagen färben, die einfach auch mit dem Comment Picker wild rauspicken und dann auch gucken, was dabei rauskommt, weil ich das richtig, richtig cool finde und mir die Idee gefällt, dass ihr mir einfach die Farben nennt und ich das dann färbe und wir dann gemeinsam sehen, was dabei rauskommt. Ich werde natürlich, wenn ich das gefärbt habe, auch sagen, wer diese Farben vorgeschlagen hat, diese Nummern und dann kann sich die Person ja überlegen, ob sie vielleicht in dem Shop vorbeigucken möchte und sich ihre Stränge kaufen oder ob wir die vielleicht sogar als Auftragsfärbung einstellen können, je nachdem, wie ich sie färbe. Ja, ich freue mich drauf. Also wenn ich mir die Farben so angucke, also gerade die erste Farbe, dieses beigeig, also beige, gold, gelb, bräunliche, ist eine Farbe, mit der ich sehr, 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 sehr gerne arbeite. Und die anderen beiden, ich glaube, in Kombination, ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja. Wie gesagt, ich färbe auf meiner Softsock-Base, damit aus dem Strang sowohl Socken werden können, als auch, dass es in ein Tuchprojekt wandern kann. Es kann in ein Pullover wandern, in alles Mögliche. Einfach, weil die Wolle sowohl strapazierfähig ist, als auch weich. Ja. Und ihr seht da etwas liegen, denn gerade als ich das Video pausiert habe, um die Auslosung zu machen, klingelte es an der Tür und wie sagt man so schön, kaum hat man vom Teufel getratscht, kommt da angelatscht. Ein Knit-Thread kam an. Ich reiß das jetzt mal auf und ich kann euch noch nicht mal sagen, welcher Monat das ist, für welchen Monat das ist. Es ist unter dem Motto Conservatory, Retreat from a chilly spring morning into the humid warmth of a greenhouse lush with plants. Ja. So. Und die Farben, die zur Verfügung standen, sind Clay Pool, Rainfall und Conservatory. Ich habe ja schon gesehen, welche Farbe ich habe. Die drei hätten es sein können. Über die beiden hätte ich mich wirklich richtig doll gefreut. Das ist es geworden. Als Goodie gab es diesmal dazu ein Notizbuch. Kann man ja eigentlich nie genug haben. Liniert. Mit hier schön aufgeprägt Blätter. Und die Wolle sieht so aus. Also die sieht jetzt bei euch im Video sogar, glaube ich, ein bisschen besser aus als in echt. Ich werde Verwendung dafür haben. Meine kleine Nichte wird ja bald geboren. Da passen die Farben. Das Claypot, 100% Merino-Wolle im DK-Weight, 215 Meter auf 100 Gramm. Ich glaube, das gibt einen kleinen Pullover. Oder eine Strickjacke. Oder ein Jäckchen. Pullover oder Jäckchen. Ich muss mal gucken. Richtig süß. Aber dann schon in einer Größe, die im Winter getragen kann. Herbst, Winter. Wobei die kleine Maus, glaube ich, ziemlich leicht wird. Ich denke, ich werde erstmal abwarten, bis sie geboren wird. Das ist ja in... Ich glaube, der Geburtstermin ist so in knapp 2 Wochen. Pi mal Daumen. Und dann werde ich mal abwarten, wie groß die kleine Maus dann letztendlich ist. Und dann kann ich auch abschätzen im Winter. Ich denke mal, ich werde eine 62, 68 stricken. Ich denke mal, die Maus wird mit einer 52, 56 oder sowas auf die Welt kommen.
Die wird wahrscheinlich in eine 56 erst reinwachsen und dann sollte das passen. Oder ich gucke, wenn es ausreicht, vielleicht für die große Schwester eine Strickjacke. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe der nämlich auch zu Ostern ein hübsches T-Shirt geschenkt, wo ich glaube, dann auch die Strickjacke gut drüber passen würde. Ja, ich glaube, ich mache mal was für die große Schwester. Die ist minimal jünger als mein kleiner Sohn und auch so eine kleine zarte Maus. Ja. Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, dass ich von meinen Plänen so für die Zukunft spreche. Beziehungsweise, nein, halt. Shop News, Shop News. Ich habe es jetzt nicht bei mir, aber im Shop ist was Neues von Lücke eingetrudelt. Und zwar Wechselspitzen in 13 cm und in 9 cm, also kurze und lange. In Magenta, also die rosafarbenen, ich glaube in den Stärken 3 bis 4,0. Das, was da war, was mir zugeschickt wurde. Und ich habe passend dazu auch die pinken bzw. pfirsichfarbenen Seile. Die heißen bei meinem Großhändler generell pink, aber mir wurden pfirsichfarbene und pinke zugeschickt. Ich habe aber bei den Seilen in den kleinen Bildern habe ich die richtigen Farben hineingepackt, also damit nicht jemand denkt, er kriegt ein pinkes Seil und wundert sich, dass es pfirsichfarben ist oder andersrum. Nichtsdestotrotz, die Farbe unterscheidet sich zwar bei den Seilen, aber das sind die mitdrehenden. Das heißt, ihr schraubt die an die Nadeln und die Seile drehen sich mit. Das sind die ganz neuen Seile, die ganz, ganz lange ausverkauft waren, auch bei meinem Großhändler. Und davon habe ich jetzt ein paar im Shop. Und ja, schnell sein, wenn ihr die wollt, lohnt sich. Denn diese Seile sind ja auch kompatibel, soweit ich weiß, mit den Knit Pro Nadeln. Weil Lücke und Knit Pro, zumindest in der Vergangenheit, die das gleiche Schraubsystem hatten. Die sind miteinander kombinierbar. Das heißt, wenn ihr mit Knit Pro strickt und ihr wollt auch mitdrehende Seile haben, weil ihr das vielleicht auch so cool findet bei den Royal 360 Grad Nadeln, wo die Seile aber fest sind, dann könnt ihr auch die Blush Seile kaufen von Lücke und könnt die an eure Knit Pro Nadeln schrauben. Ich übernehme jetzt keine Gewähr dafür, dass es wirklich noch passt, aber in den vergangenen Jahren war es so, dass man die Systeme miteinander kombinieren konnte. Genau. Wollte ich euch sagen, ist im Shop. Ich habe auch die Chagu-Nadeln aufgestockt. Ich habe die 360-Grad-Nadeln wieder aufgestockt. Ich habe die Seile von den Chagus wieder aufgestockt. Genau. Also der Shop ist jetzt wieder etwas voller. Und ja, dann zu meinen Plänen. Ich habe nicht so viele Pläne. Ich habe drei neu angefangene Paare Socken, die ich jetzt gerne dann weitermachen würde. Ich habe noch die Socken für meinen kleinen Bonuskäfer. Meine hässlichen Socken, ich habe noch mein Hitofuda auf den Nadeln, ich habe mal immer noch meine andere Strickjacke auf den Nadeln, mein Omba-Cardigan, genau. Ich habe noch nicht geribbelt den Mystery Cull vom letzten Jahr von Susanne Sommer, den Brioche Mystery, und ich habe, den will ich eigentlich ribbeln, und ich habe noch auf den Nadeln den Cull vom Mystery Cull vom letzten Jahr von Steven West, den Shawlography. Den würde ich auch eigentlich gerne weiter stricken, aber die Reihen sind so lang. Mal gucken, der geht wahrscheinlich dann erst wieder so Ende des Sommers weiter, so kurz bevor der neue Mystery Cull rauskommt, den ich definitiv nicht mitstricken werde und eventuell vielleicht dann doch die Anleitung kaufe. Oder es ist so, dass ich den dieses Jahr noch gar nicht fertig mache, mein Schal, sondern erst nächstes Jahr und dann nächstes Jahr wieder nicht am Mystery Call teilnehme. Ich will ja immer nicht teilnehmen und dann mache ich es doch. Ja, aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich gucke mal wegen einer Anleitung für eine Jacke für die große Maus. Dann habe ich hier ja auch noch die Wolle für Socken für meinen großen Sohn. Dann habe ich ja noch für das zweite Paar Socken für meinen Bonuskäfer. Mein Freund möchte auch, dass seine Socken irgendwann fertig werden. Ich will noch ein paar für meine Freundin anschlagen, wo ich mir schon ein schönes Muster rausgesucht habe. Und zwar habe ich mir da rausgesucht, das kann ich euch sogar zeigen. Und bietet sich ja an, wenn ich hier mein Handy bei mir habe, dass ich euch sage, was ich ihr stricken will. Und zwar heißen die Triambus
und sind von Rich Ensor. Und sehen so aus. Die will ich eigentlich meiner Freundin stricken. Die hat sich auch schon Wolle ausgesucht. Und ja, so oder so ähnlich möchte ich ihr die stricken. Genau, dann muss ich sehen, mal demnächst allen Omas, Opas, Onkel und Tanten Bescheid geben, dass mein Großer jetzt diese Pokémon-Karten sammelt. Ist, glaube ich, gerade die Edition Schwert und Schild oder so. 4,99 € für 10 Sammelkarten. Für 10 Sammelkarten. Der arme Knirps hat sein gesamtes Taschengeld schon ausgegeben, ne? Weil ich gesagt habe, ich kaufe dir die nicht. Also, ich habe ihm welche gekauft. Ich habe ihm sozusagen die Anfangsausstattung gekauft. Ich habe ihm auch ein Sammelalbum gekauft. Aber da wirst du ja arm. Und jetzt hat er sich letztens, glaube ich, 3 Pakete gekauft. Also, 2 hat er bezahlt, 1 habe ich ihm zugesteuert, weil er momentan sich so gut mit dem Lesen macht. Also, er liest wirklich jeden Tag nach der Schule und hat sogar schon von seiner Lehrerin zu hören bekommen, dass er besser ist als jemand anderes. Ist für viele jetzt vielleicht nicht so viel wert, weil er nicht der Beste ist, aber er muss auch nicht der Beste sein. Er ist nicht mehr der Schlechteste. Hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber es ist einfach. Wenn er der Schlechteste wäre, weil er es nicht kann, okay, alles gut. Würde ich nicht schön finden, aber hätte ich nicht so wirklich Probleme mit, ne? Ich war auch nicht die Beste in Mathe. Und zwar nicht, weil ich nicht üben wollte, sondern weil ich es einfach nicht in meinen Kopf bekomme. Ich habe stundenlang gesessen und geübt, geübt, geübt. Aber bei manchen Themengebieten bin ich einfach ausgestiegen. Mich regt es auf, wenn er der Schlechteste ist, weil er faul ist. Weil er nicht lesen möchte, weil er lieber alles andere macht als zu lesen. Oder weil er, wenn er die Fibel vor sich hat oder irgendwas anderes zum Lesen, rät. Aber es zeigt sich jetzt, wenn er sich wirklich anstrengt und liest, wird er besser, 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 besser. Also er kann es, er will es nur nicht. Aber ich habe mit ihm auch die Abmachung, er muss ja jeden Tag mindestens 10 Minuten lesen, auch schon von der Schule aus. Dass es mir persönlich egal ist, was er in den 10 Minuten mir vorliest. Ich habe ihm gesagt, er kann mir auch gerne die Pokémon-Karten vorlesen. Die Pokémon-Namen, dass da Angriff steht, Verteidigung, die Spezialattacken, alles Mögliche. Dann sagte er, ja, aber das ist ja keine Schulbücher. Da sage ich, nein, das ist nicht die Fibel und das sind nicht die Bücher, die Lehrerin vorgeschlagen hat, die gut sind zum Lesen lernen. Ich sage ihm, wenn dir das Spaß macht, die Karten zu lesen, dann lest mir die Karten 10 Minuten lang vor mit Power-Doppelangriff, Duplex-Hieb, keine Ahnung was, wenn er die Wörter lesen kann. Liest er übt Lesen. Und damit kommen wir auch weiter, weil er kann das dann lesen und dann lesen wir meistens noch ja, so einen Abschnitt in der Fibel oder in einem dieser vorgeschlagenen Lesebücher und dann kann er das auch lesen. Weil es macht für mich jetzt keinen Unterschied, was er liest, solange er es richtig liest. Ja, aber die sind so teuer, die sind so teuer. Und natürlich hat er ja jetzt schon die ganzen 2 Wochen lang wild rumgetauscht bei sich in der Klasse und im Hort und auf dem Schulhof und keine Ahnung was. Ja, und jetzt will keiner mehr mit ihm tauschen, weil natürlich jetzt alles durchgetauscht ist. Also, ich muss ja mal gucken, meine Freundin fragen. Ich glaube, ihr kleiner Sohn sammelt auch die Pokémon-Karten. Muss ich mal fragen, ob die, wenn sie das nächste Mal vorbeikommen, dann auch Karten mitbringen, damit die tauschen können. Und ich muss den Omas und Opas und Onkels und Tanten, wie gesagt, sagen, wenn ihr da mir eine kleine Freude machen wollt, stellt, dass ihr Süßigkeiten oder sowas mitbringt, drückt ihm lieber 1 € oder so in die Hand oder bringt so ein Paket Pokémon-Kärtchen mit. Da freut er sich wahrscheinlich mehr drüber und vor allem haben wir noch so viele Süßigkeiten von Ostern. Ja, und ob man nun 1 € für Gummitierchen ausgibt und die Gummitierchen mitbringt oder ob man ihm den 1 € in die Hand drückt, er kann es in seine Spardose packen. Und sich davon Pokémon-Karten dann kaufen, wenn er 5 € zusammen hat. Ja. Genau. Ich werde mich dann jetzt wieder dran setzen und weiterarbeiten. Ich muss ja meine Stunden heute so ein bisschen aufteilen und muss zwischendrin immer mal ein paar Pausen machen, weil ich heute schon wieder um kurz nach 6 angefangen habe und theoretisch um kurz nach 12 Feierabend machen würden, könnte. Machen könnte. Ich aber ja Chef gesagt habe, ich bin bis 14 Uhr auf jeden Fall erreichbar. Also muss ich sehen, dass ich 2 Stunden plus meine Mittagspause. Also
2,75 Stunde ungefähr zwischendrin immer mal Pause mache, damit ich dann auch wirklich bis 14 Uhr arbeite, weil ich soll ja auch keine Überstunden machen und bla bla bla. Aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen arbeiten. Ich habe gesehen, da kamen ein paar Mails rein. Dann werde ich die beantworten und dann gucke ich mal, mache ich nochmal eine kurze Kaffeepause, spiele mit dem Kleinen, der ja jetzt auch hier ist und also mit meinem eigenen. Und dann machen wir Mittagessen irgendwann gemütlich. Dann muss ich noch die Unterlagen für die Kita fertig machen, die auch wieder total genial sind. Ich habe gesagt, ab 1.8. muss ich Vollzeit arbeiten. Ich arbeite dann 37,5 Stunden. Ich muss nach Berlin fahren mit den Öffis zwischen 50 Minuten und 1 Stunde 20 hin und zurück. Und ich habe einen Platz bekommen mit Betreuungszeit von 30 Stunden in der Woche. Das würde nicht mal jetzt ausreichen, wo ich Teilzeit arbeite. Also werde ich erstmal den Platz annehmen und werde dann allen dort nochmal mitteilen, liebe Leute, wie ich euch schon tausendmal mitgeteilt habe, ab 1.9. brauche ich die vollen Betreuungszeiten, weil ich muss nach Berlin fahren und ich muss wieder aus Berlin zurückkommen. Und da gehen 30 Stunden definitiv nicht oder 20 habe ich ja nur für meinen Großen. Aber erstmal habe ich den Platz und dann müssen wir gucken. Ich sage mal, ab 1.8. muss ich wieder voll arbeiten, aber ich habe ja noch 2 Wochen Urlaub im August. Außerdem wird dann sicherlich auch die Eingewöhnung in der Kita noch sein. Ja. Wir stehen auf der Warteliste für Logopädie für meinen Kleinen. Bei der Logopädin, wo ich gerne hinwollen würde hier in der Stadt. Die will sich Ende Juli nochmal melden und wenn sie sich Ende Juli nicht meldet, dann soll ich mich nochmal melden. Dann ist es keine böse Absicht von ihr, sondern dann ist es einfach irgendwie durchgerutscht, aber sie hat sich das überall notiert. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tja, alles. Aber langsam wird's hier. Definitiv. Genau, ich freue mich auch, dass meine Tante jetzt wieder hier in der Nähe wohnt. Und ich wollte fragen, ihr da draußen, ich wohne in Velten, das ist Landkreis Oberhavel, das ist 20 Autominuten entfernt von Berlin-Tegel, um euch da mal so eine grobe Einordnung zu geben. Ich würde gern Stricktreffen ins Leben rufen, hier in der Umgebung. Also falls jemand Bock da drauf hat, Velten, Oranienburg, Landkreis ORV, wo auch immer ihr herkommt, wenn ihr Bock habt auf ein Stricktreffen, meldet euch doch gerne bei mir. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht, schreibt mir eine Instagram-Direct-Message. Tretet mit mir in Kontakt und dann gucken wir mal, wo wir es machen können. Also ich kann auch anbieten, hier unser Haus bei schlechtem Wetter, unser großes Wohnzimmer, bei gutem Wetter unseren Hof zum draußen sitzen. Ich habe Kaffeemaschine, da werden wir uns dann sicherlich auch einig, dass wie wir das mit Milch und Kaffeepulver und dem ganzen Kram machen, aber ich hab mich da nicht so. Milch und so ist ja jetzt alles nicht die Welt. Also dafür ist gesorgt. Vielleicht könnte man ja dann auch machen, dass vielleicht jeder oder nicht jeder, dass ab und zu mal eine Kleinigkeit mitgebracht wird. Vielleicht mal eine Tafel Schokolade oder ein paar Gummitierchen oder irgendjemand bringt Kuchen mit oder irgendwas, das was uns richtig schön gemütlich machen können. Oder natürlich auch, wenn ihr Orte habt, wenn ihr Cafés oder so habt, die ihr auch unterstützen möchtet, und wo man nicht 70 Euro pro Nachmittag ausgeben muss pro Person, könnt ihr die auch gerne vorschlagen. Dann kann man gucken, dass wir da irgendwie ein Stricktreffen organisieren. Keine Ahnung, einmal im Monat oder so. Und ja, ich würde einfach gerne wieder mal mich treffen. Ich habe zwar den Stricktreff auch in Berlin, zu dem ich auch gerne gehen wollen würde, aber momentan ist da ja auch nichts geplant, weil wir nicht so genau wissen, wo wir hingehen sollen. Und von daher würde ich halt gerne auch hier mein Haus, mein Garten anbieten, Getränke und so ist alles, ist ja dann auch alles da. Ja, also wer da Bock drauf hat, der kann sich melden. Und ihr müsst auch nicht mit meiner Wolle stricken, ihr müsst nichts bei mir kaufen. Ihr könnt, ne, das ist, auch wenn es bei mir zu Hause stattfindet und ich in dem Sinne der Organisator bin, hat es nichts mit meinem Online-Geschäft zu tun. Das ist einfach nur ich, Steffi, möchte mit Leuten zusammen stricken, häkeln, weben, keine Ahnung was, quatschen. Also wer da Bock drauf hat, der meldet sich einfach bei mir und ja, dann kann man ja gucken, vielleicht kann man ja auch eine WhatsApp-Gruppe dann zusammen aufmachen, dass man sich da ein bisschen koordinieren kann und ich bin auch relativ offen, was den Tag angeht. Freitag, Samstag, Sonntag, ne?
Kann man ja mal gucken, kann man ja vielleicht auch spontan sagen, dass man sich mal auf einem Freitag trifft und im nächsten Monat vielleicht mal auf einem Sonntag oder so. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ja. Velten ja hat auch einen Bahnhof. Vom Bahnhof zu uns nach Hause, oder zu mir nach Hause, ist es jetzt nicht ganz so einfach mit Zug. Aber ich habe ein Auto. Ich könnte auch 3 bis 4 Personen mit meinem Auto abholen und natürlich dann auch wieder zum Bahnhof fahren. Also das wäre nicht das Problem. Ich könnte auch, wenn es einfacher wäre, könnte ich euch auch aus Oranienburg abholen, wenn da die Zugverbindung besser ist. Oder aus Hennigsdorf. Also Hennigsdorf, Velten, Oranienburg. Da könnte ich euch abholen. Genau. Also wer da Bock drauf hat, ich hätte total, total, total viel Bock. Ich will endlich mal wieder mit Leuten zusammen arbeiten, handarbeiten, quatschen, blödeln. Ja. Meldet euch und dann war es das für diese Woche. Ich weiß nicht genau, ob ich nächste Woche wiederkomme. Da ich ja bis Freitag Zeit gegeben habe, bis Ende des Freitags sich bei mir zu melden. Vielleicht mache ich auch nächste Woche Samstag ein kurzes Video. Mal gucken, ne? Also wenn ich neu losen muss, mache ich auf jeden Fall nächste Woche Samstag ein kurzes Video, um nochmal neu auszulosen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüssi!